Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Englein. Jo Leute, wir schauen jetzt einfach mal hier rein, was gibt es denn da? Da, oh mein Gott, die Mythic Tina in Mamas Altmoje Geheimnisschatulle. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt überlegt man sich wirklich, ne? Aber nein, ich verballer da nicht alles. Also Mythic Tina ist natürlich mega geil. Und es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr reizvoll, das zu machen. Aber nein, ich tue es nicht. Ich bleib eisern und tapfer. So, dann haben wir hier die Swing Dance Tire Box. Noch einen Tag und 16 Stunden. Mit Swing, Luan, Swing Dance Luan, Roller Disco Courtney, Luan Platter, Troubadour Jeff, Nibble on the Roof und Dr. Amy Wong und diesen Kombos hier mit Clarinet, Stan Arlen's Man Squad, Super Dance Squad, dann haben wir hier dieses More Forever's, Swing Dance Luan und Line Dancers Amy. So, wenn ihr mehr darüber wissen wollt über diese Box, dann schaut dann nochmal in das Video, sucht danach auf unserem Kanal. Und dann, da wird nochmal alles genauer erklärt, bis ins kleinste Detail. So, dann haben wir hier die Haley Mythic Video Studio, Mythic Haley Music Video Studio, Roller Disco Courtney, Big Mountain Fudge Cake und Bill Daughtry. Auf jeden Fall auch eine sehr, 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 sehr coole, interessante Box. So, wenn ich da irgendwann den Dr. Zoidberg habe, dann hole ich mir auf jeden Fall als nächstes die Mythic Haley hier auf dem zweiten Counter. Hi, Dream Guitar Box mit Dream Guitar, Golden Fiddle, Earls Guitars, Courtney's Dad, Hank Hill und Bill Daughtry. Die ist natürlich mega geil und ganz ehrlich, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich für die 800 Gems die nicht holen sollte. Das ist jetzt halt wirklich so ein richtig fieses Ei, ne? Weil die Mythic Haley geht jetzt auch noch sehr gut, 16 Stunden. Dann kann ich gucken, ob da der Dr. Zoidberg als nächstes kommt. Und dann wäre es eben doch interessant, einen Tag und 16 Stunden, ob ich mir vielleicht die Dream Guitar Box noch hole. Weil die ist nämlich wirklich cool. Die habe ich euch in dem anderen Video von gestern vorgestellt. So, dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Und hier haben wir als allererstes Banjo Boom Howard. Dann schauen wir uns den Banjo Boom Howard doch einfach mal an. Was kann der denn? Der Banjo Boom Howard, das ist dieser da. Jetzt muss ich erstmal gucken. So, immer erstmal schauen. Das ist wieder was anderes. So. Und das ist dieser da. Banjo Boom Howard. Yep. Mit Musikkarten würde natürlich ganz gut zum BGE passen, aber hier hast du prinzipiell erstmal nur motivieren und einmal Cheers. Bin vom Banjo Boomhauer jetzt nicht so mega begeistert. Bin sowieso von Boomhauer nicht so wirklich begeistert. Ja. Also 500 Gems würde ich für das Ding auf jeden Fall nicht ausgeben. Dann haben wir Bob in the Wall oder Bob in der Wand. Das ist ein Bob mit Spielzeugkarten. Da haben wir hier Steve Toys. Gehen wir mal hier runter auf die Mythic-Version. Das einzige ist noch nicht mal der Wireless Audio Transmitter als legendäre Karte mit zur Auswahl. Das Beste ist die Epic Rupert Karte. Und dann kommt da rechts eben eine Mauer raus und du kriegst Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Die sind natürlich hier nicht so wirklich schlecht. 29 Angriff mit hinzu. Das heißt,
Nach einer Combo wärst du hier bereits bei 53 Angriff. Das ist nicht schlecht, aber deswegen würde ich niemals einen Ruppert nochmal ins Deck packen. So, dann sind wir hier mit den Kombos für Gems fertig. Dann haben wir hier Hose to the Head. Und Hose to the Head ist hier ein Hank Hill mit Waffenkarten. Wir haben den einmal mit Raygun, mit Deers with Guns, Cat Launcher, Big Ass Gun und das war's. Und da kommt auf der rechten Seite eben was raus mit einer Bombe. Und dann hast du einen Burger mit dabei zum Heilen. Und dann hast du eben ein Hemmage. Bedeutet also, du kriegst Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Ja. Host to the Head finde ich jetzt nicht so crazy. Ist, ja, okay, sage ich mal. Also ich würde keine 1000 dafür ausgeben. So, jetzt kommen wir aber last but not least zur sensationellen, überragenden, unfassbar geilen, mega Hammer über Combo. Der Devil Hank. Und der Devil Hank ist natürlich schon ein mega, 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 mega Monster. Dazu sage ich nur, das da. Oder auch hier. Ist das geil. Ja, dann wurde mir allerdings leider bewusst, ich habe den Devil, also was heißt leider, ich meine, ich bin ja ganz froh drum, weil ich hätte jetzt auch gar nicht so viele Steine da, aber dann wurde mir ja bewusst, ich habe den ja. Ja, aber ist auch mal ganz egal, also für jeden anderen kann ich nur sagen, nein, das nicht, kann ich nur sagen, das da, jeder, der ihn noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall jetzt diese Combo Mastery holen, weil die ist nämlich mega, 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 mega geil. Ja, Devil Hank, wir schauen uns jetzt den Devil Hank mal an. Und also für die Leute, die, also ja, eigentlich sollte ihn ja jeder kennen, auch aus den Challenges hier, ja. Aber, wir machen es jetzt trotzdem mal. Wir gucken uns den auch nochmal an. So, das ist der Devil Hank. Und ja, das ist ein Hank Hill mit einer, mit Kostümkarten. Und da würde ich mal sagen, das Ding, das maxen wir jetzt einfach mal. Da gucken wir da rein, was dabei rauskommt. Und das ist das da. Da hast du hier auf der rechten Seite 20, 23, Hemagen 22, Leech 22 Gas und 60 Leben. Und das ist ziemlich brutal. Hier 21, 23, 23, 26, 50, hier 21, 23. Also mit dem Witch-Kostüm, mit dem Book of Spells, sowie hier oben. Naja gut, Roger's Closet ist ein bisschen schwächer, aber auch nur minimal. Die stärksten Varianten tatsächlich mit dem Witch-Kostüm und mit dem Book of Spells. Allerdings muss man sich darüber dann eben auch im Klaren sein. Book of Spells sowie Witch-Kostüm haben beide nicht ganz so viele Leben wie jetzt ein Roger's Kleiderschrank beispielsweise. Wobei hier Witch-Kostüm, wenn du dann die Mauer mit hinzurechnest, bist du auch bei 48. Aber eben das Book of Spells hat nur 35. Naja. Und der Hank Hill hat eben selbst auch nur 36. Das ist halt die ganz große Gefahr bei dieser Combo hier in Verbindung mit dem Book of Spells. Hank Hill hat selbst nicht so mega viele Leben. Das Book of Spells hat nicht so viele Leben. Und dann ja, musst du den... Entweder du spielst den ganz am Anfang oder du musst eben gucken, dass du ihn dann spielst, wenn jetzt eine nicht so krasse
Karte gegenüber sitzt, dann funktioniert das auch. So, also auf jeden Fall, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mal sagen, dann würde ich mich riesig über eure Likes freuen. Dann mache ich nämlich den da. Yippie! Und dann falle ich um. So, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.